wenn ich jetzt mal so in mich hineinspüre, ist der Sinn des Lebens wahrscheinlich, ehrliche Verbindungen zu knüpfen und so authentisch wie möglich mit sich zu sein und auch mit allen anderen um sich herum, weil ich glaube, dass diese Maske, die wir uns oft alle aufsetzen, um eben der gesellschaftlichen Norm zu entsprechen, dass die uns oft auch davon abhält, die Menschen zu finden, die für uns eigentlich gemacht worden sind und die Verbindungen knüpfen zu können, die für uns gemacht worden sind. Und ja, vielleicht kommt da noch ein bisschen was dazu. Liebe. Hallo ihr Lieben. Wie schön, dass ihr auch in dieser Woche bei einer neuen Folge von Road to Glory mit dabei seid. Mein heutiger Gast ist Maria Erich, die ihren Durchbruch im Jahr 2013 mit der Hauptrolle in der Romanverfilmung Rubinrot feiern konnte. In den Jahren davor stand die heute 31-Jährige bereits gemeinsam mit TV-Größen wie Veronika Ferres oder Christine Neubauer vor der Kamera. Weitere Highlights aus Marias inzwischen mehr als 20 Jahre umspannenden Karriere, Big-Budget-TV-Produktionen wie Das Adlon oder die Kudamm-Familiensaga. Aktuell ist die gebürtige Erfurterin in der Kinohit-Komödie Chantal im Märchenland zu sehen. Und sie ist eine von drei Nachhaltigkeitsbotschaftern für den Deutschen Fernsehpreis, der am 3. Mai zum 74. Mal in Berlin verliehen wird. Wenn ihr die Verleihung sehen wollt, in der ARD Mediathek wird sie ab 19.30 Uhr live übertragen. Eine Zusammenfassung im linearen Fernsehen läuft am 3. Mai um 22 Uhr im Ersten. Wir sprechen über Marias Hassliebe zu Social Media, die wunderbare Kraft des herzhaften Lachens, Harmoniebedürftigkeit und Konfliktscheue, die Folgen ihrer Immunkrankheit, die vor ein paar Jahren bei ihr diagnostiziert wurde, Nachhaltigkeit in der deutschen Film- und TV-Industrie und ihre bis heute unvergessliche Weltreise im Jahr 2018. Maria Erich hat mir verraten, was für sie die größten Herausforderungen als Mama sind, warum sie erst seit der Geburt ihrer heute fast zweijährigen Tochter zu 100% für sich selbst einstehen kann, wieso sie schon einen Hate-Kommentar auf Instagram aus der Bahn werfen kann und warum sie keine guten Erinnerungen an ihre Schulzeit hat. Doch bevor es losgeht, noch eine Bitte in eigener Sache. Dir gefällt mein Podcast und du möchtest zukünftig keine neue Folge verpassen? Dann freue ich mich sehr, wenn du Road to Glory abonnierst und an deine Freunde weiterempfiehlst. Und jetzt wünsche ich dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Maria Erich. Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebel hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebel. Liebe Maria Erich, herzlich willkommen bei Road to Glory. Hallo lieber Alex, freue mich ganz doll, hier sein zu können. Und ich freue mich noch viel mehr nach 12 Jahren, wo wir uns das erste Mal persönlich zum Interview getroffen haben. Endlich eine Wiederholung. Was lange währt, sage ich nur, wird heute gut. Ja, absolut. Wir haben es ja irgendwie öfter schon mal ins Auge gefasst, aber dass es jetzt auch endlich klappt. Ich freue mich riesig. Was gab's bei dir heute Morgen zum Frühstück? Ich habe heute Morgen die Reste meiner Tochter aufgegessen tatsächlich. Die hatte nämlich keine Lust auf ihren Joghurt mit liebevoll zubereiteten Früchten und Cashews und allem Möglichen. Und dann war die dann im Kindergarten und dann habe ich gedacht, okay, gut, dann esse ich das jetzt. Und das ist auch was du dir wahrscheinlich so auch machen würdest, ne? Also das ist ja, hört sich ja lecker an. Ja, auf jeden Fall. Das ist Standard bei uns zu Hause. Also leicht und bekömmlich muss es sein. Ja. Wann bist du heute Morgen aufgestanden? Ich bin heute Morgen gegen 7 Uhr aufgestanden, aber ich war schon eine Stunde eher wach, auch wegen meiner Tochter. Ja, du, also so ein Würmchen, das verändert nun mal das ganze Leben, ne? Auch wenn man sich da immer sonst was vornimmt und man kriegt das alles hin, aber ich glaube, deine innere Uhr, die hat jetzt nichts mehr zu sagen, oder? Nee, die, also so ziemlich viel hat nichts mehr zu sagen. Also würdest du denn sagen, dieses 7 Uhr ist völlig okay oder bist du eher ein Late Bird? Also ich meine, weil Late Birds, die Mama werden, die haben dann ja richtig ein Problem. Die müssen sich ja komplett umstellen. Ja, that's me. Ich habe wirklich früher, ich konnte stundenlang schlafen, tagelang. Ich habe Winterschlaf gemacht so. Und jetzt geht das alles nicht mehr. Und ich bin eigentlich immer ganz gut klargekommen. Heute bin ich aber ein bisschen müde. Aber ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass dieses Wetter auf und ab die ganze Zeit stattfindet. Mal ist schön warm, dann ist wieder kalt.
Es ist total gaga. Also morgen sonst bei uns 20 Grad und Sonne. Und ich glaube, wo bist du jetzt gerade? Berlin. Berlin, ja gut. Berlin war es ja richtig krass Sommer, glaube ich, letztes Wochenende. Also es ist totale Achterbahn. Ich fühle also mit dir. Aber bist du denn morgens generell ziemlich schnell on point oder brauchst du einfach ein bisschen länger, um auf Betriebstemperatur zu kommen? Ist unterschiedlich. Manchmal, wenn ich, ja, es gibt Tage, an denen ich irgendwie weiß, ich habe was ganz Tolles vor und dann bin ich auch super schnell wach. Und an anderen Tagen brauche ich aber auch erstmal einen Kaffee und eine heiße Dusche und dann geht's irgendwie so langsam seinen Gang, aber dauert. Ich weiß, durch die Geburt deiner Tochter hat sich alles verändert, aber hast du vielleicht vorher oder auch noch heute ein Morgenritual, auf das du ungern verzichten könntest? Die einen meditieren, die anderen lesen die Zeitung oder scrollen erstmal die News durch. Hast du irgendein Ritual, das du trotz deiner neuen Mama-Rolle noch einigermaßen durchziehen kannst? Es geht so. Also auch das schaffe ich nicht jeden Tag und ich habe auch so ein bisschen so ein ambivalentes Verhältnis zu meditieren, weil ich das noch nie so hundertprozentig hinbekommen habe, weil ich einfach zu viele Gedanken im Kopf habe und irgendwann gedacht habe, ja okay, dann ich wünschte, ich wäre jemand, der es könnte, aber ich kann es nicht. Und morgens gucke ich aber immer erstmal kurz eine Minute aus dem Fenster und das nordet mich immer wieder so ein bisschen ein. So ein paar Blätter zu sehen, die sich jetzt langsam so, die aus den Knospen kommen und ein paar Vögel und manchmal nehme ich meine Tochter auf den Arm und wir machen das zusammen. Das ist auch sehr schön, wenn so die Vorhänge aufgemacht hat. Wie gesagt, auch nicht das funktioniert immer, aber ich versuch's. Finde ich aber insofern schön, als dass ich jetzt ein kleines Déjà-vu habe. Also nicht, dass du denkst, ich kann mich nicht jetzt noch an jedes Detail unseres ersten Interviews erinnern, aber ich habe mir natürlich die Geschichte nochmal durchgelesen und da hast du mir auch schon erzählt vor 12 Jahren, dass du sehr gerne eben auch die Natur mal beobachtest. Also dass du auch einen Blick dafür hast, für die Schönheit und für die Details, was viele verlernen. Also wir sehen das alles gar nicht mehr, die Schönheit. Und du nimmst dir das bewusst vor, wenn du die Zeit hast. Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht, das habe ich ja tatsächlich auch vergessen, aber ich jetzt, wo du es gerade sagst, erinnere ich mich auch in diesen Part. Das mag ich immer noch total gerne und das macht auch was mit mir. Dieses Rausschauen und so ein bisschen einmal versuchen, so die Gedanken von sich wegzulenken und auf was zu gucken, was irgendwie mehr Stabilität hat vielleicht sogar. Auch wenn es irgendwie keine Stabilität hat, weil ja alles irgendwie sich gerade verändert im Frühling. Aber du weißt, was ich meine, glaube ich. Ich weiß total, was du meinst. Und ich würde auch sagen, dass das tatsächlich auch ein meditativer Aspekt ist, weil du sagst, du traust dir nicht so richtig und du kannst den Kopf nicht verrücken. Aber allein, dass du in der Lage bist, dich eine Minute oder auch mal weniger oder mal länger darauf einzulassen und das einfach so auf dich wirken zu lassen, hat ja was Meditatives. Ja. Insofern machst du da schon was richtig. Total Fortschritt. Vielleicht in den nächsten 12 Jahren, vielleicht komme ich dann mal dahin. Schauen wir mal, genau. Maria, die Verleihung des Deutschen Filmpreises 2024 steht in den Startlöchern. Am 3. Mai findet die Zeremonie in Berlin statt und gemeinsam mit Lukas Reiber und Lea von Acken bist du die Nachhaltigkeitsbotschafterin des Deutschen Filmpreises. Magst du bitte einmal erklären, was diese Funktion beinhaltet, was es damit auf sich hat? Das hört sich ja erstmal sehr spannend an. Ja, ist es auch. Also erstmal kleiner Disclaimer vorneweg. Es ist eine sehr repräsentative Aufgabe, in der wir die Möglichkeit haben, Schritt für Schritt Kleinigkeiten verändern zu können oder zumindest Anregungen geben zu können. Es ist auch ein langer, langer Weg und ein weiter Weg. Manchmal ist es auch steinig und viele Ideen, das kennen sicherlich viele aus ihren Berufen oder aus ihren Hobbys oder wenn man jetzt irgendwie auf anderen Bereichen aktiv ist. Manches nimmt man sich vor und dann klappt es irgendwie doch nicht so richtig, wie man sich das vorstellt und wünscht. Aber wir sind sehr eng im Austausch mit dem Vorsitz des Filmpreises und wir überlegen eben immer, was kann man noch besser machen, speziell in Betracht auf den Filmpreis, auf die Veranstaltung, auf die Verleihung, aber auch, was das Filmemachen angeht. Also ich meine, wir sind ja natürlich eben logischerweise alle im Filmgeschäft und das Filmgeschäft ist schnell und chaotisch. Und da fallen dann solche Sachen wie Nachhaltigkeit oftmals hinten über. Ich muss sagen, in den letzten Jahren hat sich da viel getan. Also die Filmproduktionen sind auch selber schon darauf bedacht, grüner zu drehen. Und es ist immer schön, wenn man noch irgendwie eine Anregung geben kann. Zum Beispiel, hey, wo kommt euer Strom her? Kann man da vielleicht irgendwie Ökostrom wählen? Oder gibt es die Möglichkeit, statt Wegwerfgeschirr am Catering irgendwas zu benutzen? Ist ein super Punkt, finde ich. Ja, super Punkt. War gerade beim Catering. Ich meine, das ist natürlich nur ein Rädchen von vielen. Aber ja. Was da teilweise an krassen Vermüllungsorgien stattgefunden hat, glaube ich, in der Vergangenheit. Nicht nur im Filmbetrieb, das ist ja überall ein Thema. Allein diese Coffee-to-go-Becher, aber es ist ein Thema für sich, ja. Da müsste noch viel passieren.
das stimmt, also, ja. Und wie bist du denn dazu gekommen? Also ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit ist ja ein Thema, das dich umtreibt. Ich komme auch noch mal darauf zu sprechen, dass du ja vor allem 2018 ja eine mega Weltreise gemacht hast. Und das hat dich, glaube ich, auch noch mal ganz anders auf die Welt blicken lassen. Aber wie kam das zustande? Hattest du früher das schon mal anmoderiert bei den Leuten, die den Filmpreis organisieren, dass du darauf Lust hättest oder wurdest du proaktiv gefragt? Ich glaube ja irgendwie immer so ein bisschen daran, dass das Universum einem immer so die Türen öffnet. Und tatsächlich haben wir uns einfach irgendwie gefunden. Also ich weiß gar nicht genau, wie da der Vorgang gewesen ist. Ich weiß, dass Lea, glaube ich, schon vor mir irgendwie drin gewesen ist und gefragt wurde. Und ich denke, dass sie gesagt hat, sie könnte sich vorstellen, das mit mir auch zusammen zu machen, weil sie eben, wir haben uns halt vorher schon mal unterhalten und sie wusste, dass ich da auch ja sehr ambitioniert bin in die Richtung. Und dann hat sich das so gefunden und ergeben. Also es war so ein schrittweise da zusammen hingehen und gucken, was kann man da machen. Aber es war jetzt nicht so, dass ich aktiv dahin gegangen bin und gesagt habe, hey, ich möchte gerne rein. Aber finde ich ein schönes Bild mit dem, dass sich manchmal Dinge einfach fügen und dass das Universum schon ganz genau weiß meistens, ja, was es tut. Ich finde es insofern spannend. Ich hatte mal eine Reportage über das Thema Nachhaltigkeit beim Film gesehen und da war auch das Thema so mit KI, dass es heute immer mehr Möglichkeiten gibt, auch fremde Welten oder eben auch gar nicht fremde Welten, sondern einfach, sagen wir mal, in Himalaya-Szenerie oder irgendwas herzustellen, wo man eigentlich sonst hinfahren müsste. Ich kann mir aber vorstellen, dass da natürlich auch bei einer Schauspielerin wie dir so ein bisschen das ist eine Ambivalenz, schätze ich mal. Weil einerseits ist es natürlich ein Fortschritt, wenn man nicht unbedingt immer zu irgendwelchen Sets hinfahren muss, weil das ist natürlich alles andere als nachhaltig. Aber es ist natürlich auch schade, wenn man dann dieses Land oder diese Szenerien, und ist Himalaya ein bisschen krass, es gibt ja auch ganz viele tolle andere Szenerien, Neuseeland, das kann man dann nicht machen. Also wie siehst du das als Schauspielerin? Das ist ja, glaube ich, dann mit zwei Herzen in deiner Brust, oder? Wenn es irgendwann heißt, wir müssen da gar nicht mehr hin, das können wir alles per Computer generieren. Ich glaube, ich hätte mehr Angst, wenn sie irgendwann sagen, wir brauchen dich nicht mehr am Set, Maria, wir machen das alles ohne dich. Die KI, die kann das besser als du. Soweit wird es hoffentlich nie kommen. Ja, you never know. Du, dann sitzen hier nur noch zwei AI-Gestalten. Ich bin der AI-Journalist und du die AI-Darstellerin. Also wäre ja schrecklich, aber naja, du hast recht. Ja, naja, ich glaube, klar, auf der einen Seite, es macht unfassbar viel Spaß und das ist ja auch einer der absoluten Reize an diesem Beruf, dass man eben wirklich woanders hinkommt und Orte sieht, die man vielleicht auch als, ich sage jetzt mal, normaler Tourist nicht sieht, weil man eben die Möglichkeit hat, vor Ort Leute kennenzulernen, die dem Team dann eben sagen, da ist es besonders schön und mit irgendeiner, ja, mit einer Erlaubnis, die man sonst als Touri eben nicht bekommen würde, kann man dann eben doch dahin. Ich habe zum Beispiel mal in den Highlands gedreht und war irgendwo, wo ich sonst niemals hingekommen wäre und das war einfach großartig und das begleitet mich bis heute. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, ich habe auch schon mal bei einem Film gearbeitet, da haben wir tatsächlich in einem Waldstück gedreht. Und dann war da eine Wurzel im Weg. Und dann hat da tatsächlich jemand angefangen, diese Wurzel wegzuhacken. Und ich dachte, ich sehe es nicht. Was geht hier ab? Ja, und dann muss man natürlich in Konflikt treten und muss sagen, sag mal, also sorry, aber das ist gerade einfach, das ist sowas von erstens gar nicht nachhaltig, dann was soll das? Einfach nur, dann lass uns doch einfach einen halben Meter weiter hinten drehen. Und wir sind auch nicht so doof, dass wir auf jeden Fall über diese Wurzel stolper. Also ich meine, man denkt ja oft, Schauspieler können nicht mehr als Text auswendig lernen, aber das ist, also über eine Wurzel, naja. Aber das ist krass, ja. Wahrscheinlich hatte der irgendwie versicherungstechnische Hintergedanken. Hundertprozentig. Irgendjemand, das ist eben das, was ich vorhin meinte, es ist halt manchmal so chaotisch am Set. Dann sagt halt jemand so, mach mal die Wurzel weg. Und dann wird da gar nicht groß drüber nachgedacht, sondern ist einfach so, ja, mach die Wurzel weg. Und man denkt sich einfach nur so, was geht hier eigentlich gerade ab? Von daher, so was den Schutz der Natur angeht und diese schönen Monumente und Orte, an denen wir drehen dürfen, bin ich ehrlich gesagt auch ganz froh, dass man an so, ich muss jetzt mal ehrlich den Begriff in den Mund nehmen, aber an so heiligen Stätten das einfach nicht dann so kaputt trampelt, weil das sind eben auch viele Leute, die halt arbeiten an diesem Ort und den dann jetzt auch nicht unbedingt wertschätzen. Genau. Aber du hast das auf den Punkt gebracht, finde ich, mit es gibt halt Dinge, wenn man die sieht, das verändert einen und gerade wenn man eintaucht, auch in Länder, deswegen hatte ich auch schon mal das Thema mit deiner Reise, die du mit deinem damaligen Partner, deinem heutigen Mann Manuel gemacht hast. Du bist mit dem VW Oldtimer Käfer mit dem Namen Heidi durch diverse Länder gefahren, unter anderem Kanada, USA, Mexiko, Hawaii, Kenia, ich glaube, da war noch viel mehr dabei. Würdest du sagen, dass das schon
was mit dir oder mit euch gemacht habe, weil ich bin auch ein großer Fan vom Reisen. Und Reisen ist nicht immer Reisen. Also wenn man in irgendein Ressort fährt, in einem fremden Land, dann ist es ja nicht die Experience, die man macht, als wenn man wirklich wie ihr da über Monate mit dem Auto einfach Land und Leute kennenlernt. Ja, absolut. Also ich meine, wir sind ja losgefahren mit der Intention, Leute zu filmen und kennenzulernen und Geschichten zu erzählen von Menschen, die wir treffen auf dem Weg oder was wir vorher recherchieren und dann zu versuchen, ein Bild zu uns selber zu machen, aber auch zu zeigen von diesen Ländern, was irgendwie realistisch ist auch, ne? Weil das kriegt man ja als Tourist meistens auch gar nicht so mit. Was wir nicht erwartet haben, ist, wie viel wir dann doch gelernt haben, wie viel uns auch die Curveballs geschmissen worden sind und wir schauen mussten, wie wir uns wieder zurechtfinden, auf die Beine kommen und so weiter. Und letztendlich auch im Prozess des Filmschnitts, und dann habe ich ja noch ein Buch darüber geschrieben, so viel im Nachgang noch gelernt. Es entwickeln sich auch immer noch Dinge von dieser Reise, mit denen ich damals nie gerechnet hätte. Und klar, das hat uns absolut verändert. Ich weiß auch noch ganz genau, wir saßen im Flugzeug wieder zurück. Wir waren in Neufundland, das war unser letzter Standpunkt. Und dann sind wir nach Deutschland zurückgeflogen nach 7 Monaten. Und dann ging das gerade los mit Fridays for Future und mit Greta Thunberg. Und dann saßen wir da im Flugzeug und waren so, boah krass, wir sind gerade 20.000 Kilometer mit dem Auto gefahren. Und jetzt fliegen wir wieder zurück. Und es war alles irgendwie wertvoll. Und wir haben so viel erlebt und gesehen und wir möchten es nicht missen. Aber gleichzeitig war so dieses Nagende im Hinterkopf so, oh shit, darüber haben wir gar nicht nachgedacht. Ah, natürlich. Das sind immer so die Sachen, die einem durch den Kopf gehen. Aber ich bin da auch sehr ambivalent, weil ich finde, wie gesagt, es ist sehr, sehr schön, wenn man reist und wenn man auch sich die Zeit nehmen kann, tatsächlich auch einzutauchen. Also ich bin jetzt nicht der Backpacker, muss ich dazu sagen. Also ihr habt ja wirklich teilweise Abenteuer erlebt mit dem Auto, ne? Und es war nicht immer nur sexy, glaube ich, aber auch das macht ja was mit einem, ne? Das schult einen ja auch total und lässt einen, glaube ich, auch ein bisschen A, demütiger werden, aber auch B, auch entspannter, ne? Also man merkt dann, es gibt für alles eine Lösung irgendwann, irgendwie. Ja, absolut. Man wird auch so, man gibt sich auch so hin. Ich weiß auch noch dieser eine Moment, da sind wir in Kenia gewesen und da hatten wir das Auto noch nicht und wir haben aber bei jemandem geschlafen, der halt auch wirklich so in der Pampa gelebt hat und der hat sich um die Wildtiere dort gekümmert und dann dachten wir, wir schlafen bei dem da im Haus oder so und haben den eben auch ein bisschen interviewt und dann haben wir da in so einem Baumhaus geschlafen und der meinte halt so, ja, hier, ich lege euch hier 3-4 Steine hin, wenn dann die Leoparden kommen, weil die sind manchmal sehr verspielt. Es kann halt sein, dass dann einer hochkommt nachts. Und wir waren so, what? Ich dachte erst, es ist ein Scherz, aber der meinte das halt ernst. Und Manu war völlig, der konnte, glaube ich, die ganze Nacht nicht schlafen. Und ich habe dann so gedacht, okay, wenn das jetzt mein Ende sein soll, dann ist das eben so. Aber ich finde, dass allein diese Anekdote ist da schon Wahnsinn. Klar, ich meine, es ist nicht schön, wenn man dann Angst hat und nicht schlafen kann. Das tut mir total leid im Nachhinein. Aber es ist, glaube ich, sind so kostbare Sachen. Also man sammelt da so ein Riesenmosaik von unvergleichlichen Momenten. Ich glaube, da zehrt man lange noch von. Ne? Und das macht, also würde es auch sagen, das verändert einen wirklich. Und es hört sich immer so groß an, aber das Ganze, der Blick auf die Welt und auch der Blick auf sich selbst verändert sich nach so einer langen Reise. Ja, absolut. Absolut. Das ist ja auch irgendwie ganz klar, weil man, wenn man sich so öffnet und dann in verschiedene andere Leben reinschaut und andere Lebensrealitäten kennenlernt, von denen man eigentlich selber, naja, von denen man vielleicht wusste, dass die irgendwo existieren, aber du hattest eben keine Komponente, an die du das knüpfen konntest, dieses Wissen. Und jetzt haben wir eben Gesichter und wir wissen, wie es denen geht. Wir haben noch Kontakt mit vielen von denen und das ist einfach was unheimlich Wertvolles. Und ich würde auf jeden Fall sagen, dass uns das verändert hat in vielerlei Hinsicht. Wir reden auch immer noch über diese Reise. Also natürlich jetzt nicht mehr so oft wie am Anfang, aber es hat auch auf jeden Fall geprägt. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen Kristallkugel, aber kannst du dir vorstellen, dass ihr vielleicht, wenn die Tochter aus dem Gröbsten raus ist, sagen wir mal 10 oder 11 ist, dass man dann auch zu dritt oder? Gott, so lange dauert das noch. Du, die Zeit vergeht schneller, als du denkst. Nein, aber also ist das so in eurem Hinterkopf? Weil ich glaube, das ist natürlich auch als Family logischerweise auch nochmal eine größere Herausforderung. Aber auch das ist ja was unvergleichlich sein könnte. Ja, wir planen auf jeden Fall noch die ein oder andere große Reise. Am besten auch, bevor die Kleine in die Schule kommt sogar noch. Weil ich denke, das ist auch eine Zeit oder auch ein Alter, in dem die schon viel verstehen und mitnehmen können. Aber in dem man eben noch nicht so gebunden ist, was eben, naja, die Schule halt angeht. Das ist dann ja was auf uns zukommt.
Und daher überlegen wir schon, jetzt stehen aber erstmal so ganz normale Familientrips an, in denen es irgendwie ein bisschen leichter ist, rumzukommen. Ja, erstmal langsam drauf vorbereiten. Sie ist ja noch nicht mal zwei, ne? Nicht überfordert. Genau. Du bist aktuell in einem Kino jetzt zu sehen, und zwar als Prinzessin Amalia in Chantal im Märchenland. Die Komödie wird demnächst 2 Millionen Besucher begrüßen können. Und ich mache nochmal den Bogen zum Filmpreis. Hoffnung auf Nominierungen für einen deutschen Filmpreis dürfen sich, glaube ich, alle Beteiligten nicht machen, weil du kannst dir denken, das Publikum liebt diesen Film, aber das Feuilleton pöbelt so ein bisschen rum. Und ich habe mich gefragt, warum verstehen denn die Leute nicht, dass das einfach eine konsequente Fortführung des Humors von Fuck You Goethe ist? Und das war ja nie Sinn, da jetzt Deep Humor und irgendwie sonst was, das ist bewusst ein bisschen prollig derbe. Ärgert dich das oder hat dich das ein bisschen genervt, dass die Kritiken sehr zickig waren, fand ich, weil, wie gesagt, Fuck You Goethe, die Trilogie kennen ja alle und da wussten ja auch alle, wo geht die Reise hin? Und ich habe es nicht so richtig verstanden. Ich fand das sehr humorlos, ja, wie das aufgenommen wurde. Also ich muss sagen, ich habe keine dieser zickigen Rezensionen gelesen. Keine Kritik gelesen, die irgendwie, also ich ganz nah am nach der ersten Premiere habe ich mal was gehört irgendwie, aber ich lese sowieso selten Kritiken über Filme, weil ich muss mir immer mein eigenes Bild machen. Ich bin auch extrem sensibel. Oh, gut. Und das ist dann, nee, gut ist es eigentlich nicht. Das ist natürlich dann schwierig, nee, ne? Da muss man immer aufpassen. Ja, genau. Also ich finde es schon so, wenn ich mal einen kritischen Kommentar auf Instagram bekomme, bin ich schon irgendwie 3 Tage lang, möchte ich mich am besten eigentlich nur unter Decken verstecken. Und ich weiß, dass das ein Problem ist und dass man sich da eigentlich ein dickeres Fell anfressen sollte. Aber ich glaube, das ist einfach meine Konstitution. Ich kann nicht anders. Und deswegen lese ich das eigentlich nicht. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass es eben, ja, wie du schon gesagt hast, so. Ich glaube, wir leben halt in einem Zeitalter, in dem alles auch irgendwie kaputt diskutiert wird. Es wird nicht einfach nur mal gesagt, hey, easy, das ist ein Film. Unsere Zeit, in der wir leben, ist ja auch ein bisschen schwer. Wir kriegen jeden Tag irgendwie mit, was für Nachrichten um die Welt gehen und es ist schwer und schwarz und lässt uns alle nicht so oft lachen, geschweige denn von denen, die das durchleben müssen. Und ich finde, wenn man da mal einen Film hat, der eben jetzt schon fast 2 Millionen Menschen im Kino zum Lachen bringt, über 2 Stunden lang wirklich herzlich lachen können, endlich mal wieder. Ich finde, das ist ein Geschenk. Und ich habe die Leute bei 2 Premieren im Kino erlebt und die haben Tränen gelacht. Ich auch, unter anderem. Und ich finde, das ist was Tolles und deswegen gebe ich darauf eigentlich nicht so viel, dass es zickige Kritiken gibt, weil, naja, man muss halt sagen, die Geschmäcker sind unterschiedlich und wer es nicht sehen will, der sieht es halt nicht. Aber ich denke, die ZuschauerInnen die guten, positiven Kritiken von denen, die zählen mehr und die geben uns ja auch ganz, ganz viel. Und da muss ich auch wirklich sagen, das kann euch allen im Team total egal sein, weil der Film ist ja als Entertainment gedacht. Das ist ja jetzt nicht ein Film, der auf die Oscar-Nominierung als bester fremdsprachiger Film schielt. Und wenn das Publikum den liebt und feiert und ein Erfolg ist, der Film, dann ist es doch das größte Kompliment und habt ihr auch alles richtig gemacht. Also dann, ja, absolut. Kann es euch auch völlig egal sein, wie die Kritiken sind. Absolut. Ich denke auch immer so ein bisschen, weißt du, es geht ja auch irgendwie darum, gerade das Kino zu retten. Und es gibt halt super wenige Filme, die echt viele Leute ins Kino ziehen, geschweige denn deutsche Filme, die das hinkriegen. Das kriegen Borat Aktikin-Filme hin. Total, muss ich sagen. Also auf denen ist eigentlich immer Verlass. Total, absolute Bank. Von daher, ich bin unfassbar stolz, in so einem Film mitgespielt zu haben. Wirklich, wirklich stolz. Und die derben Kraftausdrücke, naja, die kennt man schon seit Fuck You Goethe und da muss man einfach durch. Maria, du hast als 10-Jährige deine erste große Rolle gespielt und zwar in der Kinokomödie Mein Bruder ist ein Hund. Würdest du sagen, dass es dich schneller hat reifen lassen und schneller hat Disziplin lernen lassen, dass du schon als Mädchen vor der Kamera gestanden hast, dass du in diese Welt eingetaucht bist, die ja auch ganz schön anstrengend sein kann und das macht ja auch was mit einem im Positiven, aber es ist auch Stress. Würdest du sagen, ja, ich war wirklich reifer und schneller schon erwachsen als andere in meinem Alter? Ich glaube, das ist, meine Antwort ist wahrscheinlich eher ambivalent, weil auf der einen Seite ja, aber ich bin, glaube ich, auch schon vorher ein bisschen, ich würde sagen, angepasster gewesen als viele Kinder in meinem Alter und ich habe viel mehr verstanden, wenn ein Erwachsener mir was gesagt hat. Und deswegen, glaube ich, konnte man auch als Kind so gut mit mir arbeiten, weil ich irgendwie nicht das Gefühl hatte, ich muss jetzt vom Set wegrennen, weil irgendwas ist unfair. Nein, ich hatte Spaß da. Ich fand das toll. Ich wollte da mitmachen und habe, wenn ich gedreht habe, meine
Stunden, die ich am Set sein durfte als Kind, die wollte ich regelmäßig überschreiten, weil ich einfach mich so gut gefühlt habe da. Man muss dazu sagen, ich war auch nie so richtig happy in der Schule und war deswegen sehr glücklich, während des Drehs aus der Schule rauszukommen. Und danach hat mich das auch immer weiter geprägt, weil ich halt gemerkt habe, es ist die Welt, in der ich mich ausdrücken kann, weil ich oft eben sehr schüchtern gewesen bin im realen Leben und gemerkt habe, da ist irgendwie noch eine andere Seite von mir, die ich geschützt in dem Raum des Filmedrehens rauslassen kann. Und das war toll. Und deswegen, ja, habe ich auch nie sowas wie Auflehnung gebraucht und habe mich da, glaube ich, sehr gut eingefügt, wie so ein Puzzleteil so eingefügt. Mhm. Da muss ich aber jetzt natürlich nachfragen in Sachen Schulzeit, weil bei mir gehen da Erinnerungen los. Ich bin nämlich auch nie ein begeisterter Schulgänger gewesen, was diverse Gründe hatte. Was waren bei dir die Gründe? Lag es eher an dem ganzen Konstrukt Schule, an Lehrern? War es vielleicht auch das Klassengefüge, was irgendwie nicht so nice war? Weil da gibt's ja auch manchmal sehr unschöne Energien, finde ich, wenn dann gelästert wird. Klar, Mobbing kennen wir alle von der Schule. Das wird immer schlimmer. Warum hast du nicht so gute Erinnerungen oder warum warst du nicht so happy in der Schule? Also bei mir war das so, dass ich war schon immer sehr, sehr sensibel und ich habe viele der Raufereien als Kind nicht so richtig gut abwehren können und habe dann aber auch im Zuge dessen das, glaube ich, aber auch angezogen. Ne? Also ich hatte vorher schon irgendwie das Problem, dass ich nicht so richtig reingepasst habe. Ich hatte zwar immer so 2, 3 Freundinnen, mit denen ich gut klargekommen bin, aber ich hatte immer auch Stress, immer. Und ich glaube auch, dass Kinder irgendwie merken, wenn jemand so ein bisschen anders ist. Also ich meine, ich will mich damit jetzt nicht auf den Podest heben oder so, keinesfalls, aber ich glaube eben, man merkt, wenn der Kanon ein bisschen anders ist und da ist jemand, der ein bisschen was anderes singt. So. Und dann, als ich angefangen habe zu schauspielen, war das eben natürlich noch mal krasser. Ich habe das am Anfang auch niemandem erzählt. Die haben das ein Jahr später erst rausgefunden, als der Film rauskam, weil ich so Angst davor hatte, dass irgendjemand was Schlechtes darüber sagen könnte. Und ich habe denen halt erzählt in der Schule, dass ich zur Kur fahre und deswegen nicht da bin. Einfach nur aus Angst. Aber das ist sowas, was ich tatsächlich heute ein bisschen bedauere, weil ich mir damals nicht zugestanden habe, stolz auf mich zu sein. Und diese andere Welt, auf die ich ja wirklich stolz war, innerlich so ein bisschen so in eine Box verpackt habe. Und das ist was gewesen, was mir die Schulzeit darauf folgend auch schwerer gemacht hat, weil ich immer das Gefühl hatte, ich muss hinterm Berg halten, wenn ich drehe. Ich darf nicht darüber reden, weil die finden mich alle komisch und die denken dann, ich bin arrogant. Und deswegen tue ich einfach so, als wäre ich normal und ich stelle mein Licht unter den Scheffel, bla 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 bla. Das würde ich meiner Tochter heute niemals erlauben. Niemals. Aber damals habe ich es eben so gemacht. Aber nun hast du ja seitdem eine tolle Reise hingelegt. Du bist jetzt über 20 Jahre als Schauspielerin erfolgreich. Du hast gesagt, dass du trotzdem immer noch sehr sensibel bist, dünnhäutig, was auch Kritik angeht, sei es auch mal ein zickiger Kommentar auf Instagram. Würdest du denn sagen, dass sich das schon gebessert hat, aber diese transparente, diese durchlässige Maria ist immer noch da und du bist zwar auf dem richtigen Weg, aber es reicht noch nicht für ein dickes Fell. Ja, ich glaube, das ist auch einfach nicht mein Charakter und damit habe ich mich mittlerweile auch abgefunden. Ich finde es auch nicht schlimm, jemand zu sein, der sensibel ist und durchlässig ist. Wir leben in einer Welt, in der von allen immer erwartet wird, hart zu sein und dieses Maskuline und auf gar keinen Fall irgendwie zu viele Gefühle zeigen. Ich weiß, wie oft mir als Kind gesagt wurde, warum weinst du jetzt? Wenn du weinst, bist du hässlich. So, das ist wirklich ganz krass. Schlimm gewesen. Ja, jetzt lachst du drüber, aber ja. Das ist natürlich echt heftig. Und ne? Als Kind war das krass, ja. Und ich hab für mich festgelegt, nein, ich mag diese Seite an mir, weil sie gibt mir eben auch die Möglichkeit, andere Dinge wahrzunehmen und vor allem auch in meiner Umwelt, in meinen Mitmenschen Zwischentöne erkennen zu können, die man vielleicht mit einem dickeren Fell nicht erkennen könnte. Das ist der Preis, den ich dafür zahle, dass ich dann eben nicht so viel Kritik ab kann, bla bla, aber es ist eben einfach so, ich nehme es. Erfolgreich zu sein heißt ja auch, Druck aushalten zu können und auch mal ein bisschen negative Energien, sei es eben durch eine negative Kritik oder irgendwelche missgünstigen Leute. Ist das inzwischen auch für dich leichter, mit solchen Druckmomenten klarzukommen? Weil ich kann mir vorstellen, das war wahrscheinlich in den ersten Jahren, als du angefangen hast, als Kinderschauspielerin doch manchmal ganz schön heftig. Oder hast du das ausblenden können? Also ehrlicherweise muss ich gestehen, dass ich mir das in den ersten Jahren gar nicht richtig zugestanden habe. Und dass ich erst viel später verstanden habe, wie viel Druck da auf mir gelastet hat. Parallel die Schule zu beenden, gleichzeitig an Filmsets zu stehen und irgendwie auf beiden Enden die Kerze anzuzünden und zu hoffen, dass man alles richtig macht, ne? Und dann irgendwie
zu versuchen, so in diese Schuhe reinzuwachsen, die mir dahingestellt worden sind. Und die ich auch geliebt habe. Ich wollte ja auch mein Abi haben und ich wollte ja auch weiterhin spielen. Es war nicht so, dass ich irgendwie gedrängt worden wäre von der Familie oder so, wie man es manchmal hört. Aber ich habe vor ein paar Jahren eine Diagnose bekommen. Ich habe eine Autoimmunerkrankung, die heißt Hashimoto-Thyreoiditis. Das haben viele, viele Frauen. Das ist leider eben so, dass mein Körper meine Schilddrüse zersetzt, weil er denkt, dass das nicht zu meinem Körper gehört. Und die Schilddrüse produziert ja sehr viele Hormone und das wirkt sich auf alles im Körper aus. Und letztendlich habe ich herausgefunden, dass es bei mir wahrscheinlich daher kommt, dass ich unfassbar viel Stress in dieser Phase hatte, in der das eben losging. Und dass ich das aber auch total ignoriert habe. Und viele meiner Schauspielkolleginnen und Freunde, die auch ähnliche Symptome oder auch irgendwie Dinge entwickelt haben, von denen man sich denkt, woher kommt das jetzt? Die haben auch alle so viel Stress gehabt. Und ja, und ich glaube, wir haben uns alle, die wir so früh angefangen haben, nicht erlaubt, das zu sehen und dann auch mal zwischendurch wirklich eine große Pause zu machen und zu reflektieren, ey, das ist jetzt gerade zu viel. Würdest du denn auch sagen, dass es manchmal in deiner 20-jährigen Karriere auch Zeiten gab, wo du merktest, ja, das geht jetzt hier schon ganz schön ans Limit und da möchte ich nochmal einsortieren, du liebst ja das, was du tust. Mhm. Also nicht, dass man hier denkt, oh, das ist die arme Maria, wurde ja da hingeschmissen und musste das alles machen und irgendwann warst du ja auch volljährig und konntest das selbst entscheiden. Ja. Aber war es manchmal so, dass du merktest, Mensch, ich muss da jetzt aufpassen, das ist ein bisschen viel. Also meine Kräfte sind nicht unbegrenzt, auch wenn ich noch so jung bin. Ja, also es gab immer wieder Phasen, in denen ich das vielleicht nicht richtig verbalisieren konnte, in denen ich gemerkt habe, irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist in mir gerade nicht so richtig so, wie es früher gewesen ist, so leicht und so frei. Und ich habe das, wie gesagt, dann aber erst viel, viel später reflektieren können, weil ich in dem Moment auch einfach darauf getrimmt war, weiterzumachen. Ne? Und ich kann mich noch erinnern an meine Abi-Zeit. Da war es wirklich so, dass ich glaube, dass das auch dann losging. Da habe ich eben parallel meine Abitur gemacht. Ich habe immer Montag bis Freitag habe ich gedreht, stand ich am Set. Samstag habe ich gelernt für meine Prüfungen. Sonntag habe ich meine Prüfungen geschrieben, also auch die Vorprüfungen, alles Mögliche. Ja, und dann gab es eben auch zum Teil dann Stress am Set, wenn man dann irgendwie in Konflikt geraten ist, weil man eben nicht alles schaffen kann, aber man eben da einen Job hat, den man halt erledigen muss. Und das war schon krass, aber das habe ich damals eben wirklich nicht so richtig verstanden und ausdrücken können. Das kann ich jetzt, aber damals ging es nicht. Seit wie vielen Jahren bist du denn? Also seit wann kannst du es ungefähr ausdrücken? Also ich glaube, so richtig für mich einstehen kann ich tatsächlich erst, seitdem meine Tochter auf der Welt ist. Also das hat echt nochmal was verändert und getan. Ja, also weil ich auch verstanden habe, wie das, ne, man sagt ja immer, man spricht immer so vom inneren Kind. Und jetzt habe ich irgendwie so ein richtiges kleines Kind da und verstehe ihre Gefühle und was sie sauer macht und was sie wütend macht und dass sie ihre Gefühle eben auch einfach ungefiltert rauslässt. Und das finde ich total beeindruckend. Natürlich ist das was sie einfach macht, weil sie mehr Gefühl als Verstand ist momentan noch. Was auch für dich manchmal ganz schön oder für euch beide ganz schön stressig sein kann, aber that's extrem part of the game. Extrem stressig sein kann. Aber es ist einfach, es bringt mich zum Nachdenken, weil ich merke, es gibt einfach ein Stoppschild und wenn das erreicht ist, dann müssen die anderen anhalten. Ich brauche Grenzen in meinem Leben, sonst kann ich viele, viele Dinge, die mir auch wichtig sind, nicht fortführen, nicht so meistern, wie ich sie mir wünschen würde. Und ja, sie ist mein kleiner Nordstern so. Und wenn ich arbeite, dann denke ich sie immer mit und dann habe ich immer das im Kopf, dass ich trotzdem auch halt eine gute Mama sein möchte und eben nicht einfach eine von diesen Workaholics, die dann irgendwann später merken, so, ich hätte vielleicht mal fragen sollen, wie es ihr geht in all den Jahren. Aber da möchte ich noch einmal zurück auf diese Weltreise, weil das ist ja auch ein Commitment gewesen. Da musstet ihr euch beide ja auch zu entscheiden, diese 6 Monate auch dann rauszugehen aus dem Geschäft. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch nicht so leicht vor allem auch für dich war, weil klar, die Angebote sind da, aber die fliegen einmal auch nicht permanent ins Haus. Und wahrscheinlich hast du auch gedacht, Mensch, ich möchte das jetzt aber machen und nehme dafür auch in Kauf, dass ich vielleicht ein Projekt nicht machen kann in der Zeit. Oder war das nie eine Überlegung, weil du einfach vom Herzen so begeistert warst von der Idee und da einfach dann gesagt hast, machen und nicht drüber nachdenken? Ja, da hatte ich ja auch schon ziemlich viele Jahre Schauspielerei auf dem Buckel sozusagen. Du warst eine alte Frau mit 26, Maria, voll krass. ja, wirklich. Nee, aber echt, es war wirklich so, ich konnte die Branche schon ziemlich gut einschätzen und ich wusste, es gibt Jahre, in denen passiert nichts und dann gibt es Jahre, in denen passiert total viel. Und meistens ist es so, dass wenn du halt was Tolles vorhast, einen tollen Urlaub oder irgendwas anderes Schönes, dann kommt das perfekte Filmprojekt und dann musst du wieder alles absagen. Es ist einfach so. Aber
das war eben einer dieser Momente, in dem ich gemerkt habe, wenn ich jetzt nicht springe, wenn ich jetzt nicht in dieses kalte Wasser reinspringe, dann mache ich es nie. Wer weiß, was dann kommt. So, weil irgendwann wollte ich Kinder haben und ich wusste auch, jetzt gerade bin ich in der Phase, in der ich komme gerade aus so diesem Teenager-spielenden Alter raus. Das konnte ich ja noch sehr lange spielen. Und jetzt möchte ich in die Erwachsenenzeit. Und es ist aber ein komischer Übergang. Manchmal funktioniert das nicht so gut. Und jetzt ist eigentlich eine ganz gute Zeit. Außerdem lief es da auch wirklich nicht gut bei mir in dem Moment, muss ich sagen. Da hatte ich echt auch nicht so viele gute Angebote. Und ich dachte irgendwie, weißt du, selbst wenn jetzt irgendwie was Tolles kommt, ich glaube, das muss warten. Das Leben muss jetzt einfach mal Vorrang haben und das hat sich als richtig herausgestellt. Das hat sich mehr als gelohnt. Ich muss mir diese Dokumentation auch unbedingt jetzt mal anschauen, weil ich habe das jetzt erst in der Recherche gesehen, dass ihr das ja auch alles gefilmt habt und hört sich total spannend an. Ja. Nochmal, du bist eine junge Frau und hast trotzdem schon so krass viel gemacht in deiner Karriere. Deswegen ist diese Frage natürlich fies. Aber wenn du jetzt spontan in dich reinhörst, was war für dich einer der bisher once in a lifetime unvergesslichsten Momente, wo du sagst, dafür war es alles wert? Und auch vielleicht mal Sachen, die einen nerven in diesem Business und Enttäuschung. Das ist so toll gewesen, so schön. Das habe ich immer in meinem Herzen, die Erinnerung. Da gibt es so viele solche Momente. So viele. deswegen meintest du, das ist fies, ne? Fiese, schwere Frage. Ne? Aber du, es kommt ja immer irgendwas spontan in den Kopf. Also es gibt zwei Momente, von denen ich erzählen möchte. Einen, den ich öfter hervorhebe oder beziehungsweise eine Produktion, die ich öfter hervorhebe und dann aber noch was eben jetzt gerade erst passiert ist. Also ich habe 2014 einen Film gedreht, der heißt Dämmerung über Burma. Und den haben wir in Thailand gedreht und das war eine Geschichte basierend auf wahren Begebenheiten. Und da war ich 6 Wochen sowas von raus aus meiner Welt. Und das war der tollste Dreh, den ich jemals erleben durfte. Das war unfassbar, mit was für Leuten ich spielen und arbeiten durfte und wie ernst ich genommen worden bin zum ersten Mal in meiner Schauspielerkarriere, weil es war wirklich so das erste Mal, dass ich als erwachsene Frau richtig ernst genommen wurde. Davor war ich eben immer eher das Kind oder eben die Teenagerin oder die junge Frau so, und da durfte ich mal älter sein und wurde auch von der Regisseurin Sabine Derflinger so mit ins Boot geholt. Die hat mich immer gefragt, was ich denke. Wir haben morgens alles durchgesprochen gemeinsam. Und das war eine Erfahrung, die sich so in mir festgesetzt hat, weil es einfach ein unfassbares Erlebnis gewesen ist, diese ganze Zeit dieses Drehs. Und dann eben auch unter diesem Deckmantel, dass man eine Geschichte erzählt, die total wichtig ist und die ganz bezaubernd und emotionalisierend gewesen ist, war einfach toll. Und dann der zweite Moment, der wirkliche Moment gewesen ist, das war jetzt tatsächlich erst bei der Chantalle Märchenland Premiere in Berlin. Es gibt einen Moment im Film, den ich jetzt noch nicht verraten möchte, weil der Film erst so kurz draußen ist, aber das ist für meine Figur so der heroische Moment. Und ich saß in dieser Premiere und ich bin ja immer wahnsinnig aufgeregt, wie das Publikum reagiert. Und ich habe jetzt auch nicht so eine riesige Rolle, aber deswegen bin ich halt auch umso aufgeregter gewesen, weil immer, wenn ich dann mal auf der Leinwand zu sehen war, war ich so, oh, kommt der Joke, funktioniert es? Und dann gibt's eben diesen Moment und das ganze Kino schreit und bricht aus in Jubelrufe. Und ich habe da gesessen und geheult. Es war einfach dieser Moment, war so krass, weil ich wirklich gedacht habe, wow, es funktioniert und die sind so dabei und es macht so Spaß und die haben alle so Bock und es ist so ein, und ich durfte das sein. Dieser Moment, diese paar Sekunden, und es war... Ich glaube, das kann man auch gar nicht nachvollziehen, wenn man nicht selbst mal als Sängerin, als Musikerin, Musiker, Schauspielerin, Schauspieler das erlebt hat, wie das ist, wenn Energien vom Publikum so zu spüren sind, ne? So unmittelbar, das ist, glaube ich, was ganz Besonderes. Ja, das kriegt man ja eben, wenn man nicht am Theater ist, auch meistens nicht so richtig mit. Ne? Wenn man viel Fernsehen macht, so dann sieht man ein paar Kommentare online oder auch mal eine Kritik, die vielleicht gut ist. Aber so richtig Jubelschreie, also das hatte ich noch nie und das war toll. Hast du auch irgendeinen Moment, der dir spontan einfällt, wo du was war cringe oder was du am liebsten vergessen möchtest? Manchmal gibt es ja auch so Sachen, die einem im Nachhinein überhaupt nicht so gefallen haben. Ich weiß, das ist immer ein bisschen gemein. Man will nicht ein Projekt schlecht reden im Nachhinein. Du musst jetzt auch keinen Namen nennen, aber vielleicht gibt es irgendwas, was dir einfällt aus deiner Karriere, wo du sagst, ja, hätte ich mal lieber Nein gesagt oder das brauchte man jetzt nicht unbedingt. Ja, tatsächlich. Also ich werde jetzt keine Namen nennen. Es ist so, ich will jetzt gar nicht schön reden. Ich erzähle es einfach so, wie es ist. Ich will es auch eigentlich nicht vergessen, weil es hat mich sehr viel gelehrt. Aber es gab einen Moment, da war ich auch noch relativ jung und da stand ich am Set und ich habe sehr viele Drehtage gehabt bei diesem Projekt und habe gemerkt, wie ich dir vorhin schon erzählt habe, dass da ist einfach jetzt gerade,
das ist zu viel. So, da war irgendwie ein Moment, bei dem mir gesagt wurde, wir müssen jetzt noch ganz, ganz viel proben und ich konnte nicht mehr. Und dann habe ich halt einfach gesagt, ich möchte das jetzt nicht mehr machen. Ich muss jetzt nach diesem langen, langen Drehtag und nach diesen langen Drehtagen, die ich jetzt hier hatte, muss ich jetzt einfach mal ins Bett und ich muss auch mal Zeit bekommen, um mich auf den nächsten Tag vorbereiten zu können. Und ja, und das kam sehr schlecht an. Da hatte ich einen richtig großen Konflikt mit verschiedensten Departments. Es hat großen Wirbel provoziert. Es war, ja, und es war aber halt einfach so, es war so schlimm für mich, weil es ein ganz klar geäußerter und wirklich gut durchdachter Moment gewesen ist und auch klar geäußerte, ja, Sorge gewesen ist meinerseits. Und ich gemerkt habe, jetzt muss ich mal für mich einstehen, weil sonst kann ich das nicht durchhalten hier die ganze Zeit. Und da sind auch schon ältere Kollegen zu mir gekommen, mit denen ich gearbeitet habe an diesem Set, die gesagt haben, hey Maria, willst du nicht mal was sagen? Und ich habe mich aber eben lange nicht getraut. Und dann habe ich es gemacht und ich habe eben die volle Rückhand bekommen und habe auch am Set gestanden und war völlig aufgelöst. Und dann wurde ich nachts noch auf meinem Hotelzimmer angerufen von besagten Menschen, mit denen ich diesen Konflikt dann hatte. Und ich muss sagen, das begleitet mich immer noch, weil ich diesen Konflikt, diesen Moment einfach so abstrus fand, weil ich das immer noch nicht verstehen kann. Ich glaube, wir sind mittlerweile in unserer Zusammenarbeit auch anders geworden, was die Machtgefälle angeht. Aber damals war es noch nicht so. Und damals bin ich mir sehr machtlos vorgekommen und ich hatte keine Hilfe. Und das war ein sehr schlechtes Gefühl. Ja, du hast es angesprochen. Gott sei Dank ändern sich da ja immer mehr Dinge. Es haben ja mehrere Fälle der Vergangenheit auch nochmal dazu beigetragen, dass sich da Dinge wirklich nochmal total, ja, aufs Tablett gelegt worden sind und die durchleuchtet werden und dass eben diese ganzen Strukturen nochmal hinterfragt werden. Ja. Was ist denn die größte Schattenseite? Würdest du sagen, diese Zeit damals, dass man eben funktionieren musste, ist die einzige Sache, die dich ein bisschen genervt hat und die dich herausfordert hat? Oder ist es auch tatsächlich das auf dem Tablett sein und beurteilt zu werden, bewertet zu werden? Weil gerade wenn man durchlässig ist und wenn man sensibel ist, dann ist es natürlich auch manchmal ganz schön hart, wenn man nicht positiv bewertet wird. Das kommt ja auch mal vor. Ja, absolut. Das bewertet werden, das finde ich immer sehr, sehr schwer. Ich habe auch so ein bisschen, ich glaube, das haben wir auch alle, so ein bisschen so eine Hassliebe zu Social Media. Weil man eben natürlich manchmal, also ich habe wirklich schon so, wenn ich dieses kleine Herzchen oben rechts in der Ecke sehe und denke, oh Gott, da hat wieder irgendjemand einen Kommentar geschrieben, dann überlege ich stundenlang, ob ich mir den angucke oder nicht, weil ich nicht weiß, was da kommt. Und auf der einen Seite ist es natürlich aber auch ein absoluter Segen, weil man sich mitteilen kann, weil es auch Spaß macht, weil man eben auch sich selbst und seine Projekte promoten kann und das einfacher ist als jemals zuvor. Und ich glaube, die Schattenseiten gehen aber noch ein bisschen weiter als das, weil das mit diesem bewertet werden, das war ja auch schon immer so auf irgendeiner Ebene. Das ist ja auch im Privaten so. Manche mögen dich, manche mögen dich nicht und damit muss man irgendwie klarkommen, ne? Aber was ich immer schwierig fand und immer noch schwer finde, ist, wie lange es für eine junge Frau dauert, aus den Mädchenschuhen entwachsen zu dürfen als Schauspielerin. Wie schwierig es ist, echt ernst genommen zu werden. Ich kann das Gleiche sagen wie ein gleichalter männlicher Kollege und trotzdem ist es immer noch so, dass ich das Gefühl habe, ich werde einfach nicht genauso ernst genommen. Und jetzt bin ich Anfang 30 und ich habe immer noch mit den gleichen Sachen zu kämpfen wie mit Anfang 20. Es wird auf unterschiedlichen Ebenen immer besser, aber es engt mich auch so ein, weißt du? Es engt mich ein, weil ich das Gefühl habe, von außen werde ich nicht wachsen gelassen und deswegen kann ich es innerlich auch manchmal nicht so richtig. Und es ist wie so ein ständiger Kampf, den ich kämpfen muss und das nervt total. Ja, und dann bist du ja jetzt auch in einer Phase sehr erfolgreich, wo wahnsinnig viele Umbrüche sind. Es sind Umbrüche auf allen Ebenen. Es sind Ebenen, gerade was so Machtstrukturen betrifft, aber auch die ganze Branche erfindet sich neu, es ist nicht unbedingt besser. Klar, die Streamer bieten neue Chancen, aber irgendwie, ich glaube, ist diese ganze Branche, wie auch meine, also Medien, das ist alles in so einer extremen Umorientierungsphase. Das ist auch eine ganz schöne Herausforderung, glaube ich, ne? Dass man da eben gucken muss, wie kann man diese Transformation hinbekommen. Aber das finde ich übrigens auch nochmal sehr spannend, dass du auch vorhin gesagt hast, es ist für dich jetzt eben auch eine Zeit, wo du aus diesem Teenager- und junge Frauenrollen so langsam rauswächst. Und das ist ja für dich auch eine Herausforderung, weil das ist jetzt als Kompliment, liebe Maria, du gehst hier immer noch als locker Anfang 20-Jährige durch. Aber es ist, glaube ich, schon so, dass man sich da auch bei den Rollen jetzt ein bisschen, also man muss gucken, ne? Weil man eben auch dann teilweise nicht mehr als die vielleicht rebellische Tochter besetzt wird, die Anfang 20 ist, aber eben auch noch zu jung ist, um irgendwie, keine Ahnung, dann die Enddreißigerin zu spielen. Ist das gerade nicht schwierig? Ja, absolut. Ja.
Absolut. Es ist auch, also ich meine, ich glaube, schwieriger wird es noch, wenn man dann älter ist. Wir wissen ja alle, dass es viel weniger ältere Frauen im Film und Fernsehen zu sehen gibt als Männer. Aber es ist trotzdem so, dass es für viele meiner Kolleginnen, die in unserem Beruf arbeiten, immer wieder so die Frage gibt, okay, was kommt denn jetzt als nächstes? Wo sehen die mich denn? Weil man ist ja auch sehr fremdgesteuert. Du kannst ja nicht selber sagen, das möchte ich spielen und dann spielst du das. So ist es ja nicht. Man kriegt Anfragen an die Agentur und dann geht man zu Castings und wenn die sagen, du wirst besetzt, dann wirst du besetzt. Wenn du Glück hast und die Magie stimmt. So. Aber ja, es ist was, womit man sich auf jeden Fall als Frau unter anderem auch auseinandersetzen muss, wenn man ein bisschen älter wird. Ich sehe da bei mir jetzt tatsächlich auch noch nicht so einen großen Handlungsbedarf. Ich habe Freude an dem, was ich mache. Die Rollen kommen rein. Ich habe da Glück. Ich habe da ein Standing mittlerweile auch. Wie gesagt, ich kann die Branche einschätzen. Ich weiß, es gibt auch immer mal Trockenphasen und das ist auch okay. Das muss man abfedern können, wenn man in diesem Beruf arbeitet. Aber es ist definitiv was, worüber ich nachdenke und ich frage mich eben auch, wie weit bin ich bereit zu gehen, wenn es dann irgendwann mal so weit ist, dass ich dann nicht mehr das spielen kann, was ich spielen möchte. Spiele ich dann irgendwas anderes, was mir nicht so viel Spaß macht? Ich oute mich jetzt hier, ich mag keine Krimis. Das ist natürlich schlecht, weil die Deutschen lieben Krimis und es gibt so viel Krimi-Format. Deswegen, und die kommen immer wieder. Ich meine, es gibt sicherlich auch mal den einen oder anderen, da lese ich dann das Drehbuch und denke so, ja, das ist okay. Aber ich lese auch privat keine Krimis. Ich gucke die auch nicht. Ich bin wirklich kein Krimi-Fan. Und es ist eben das Problem. So, wenn du älter wirst, du kannst, glaube ich, als Frau in Deutschland trotzdem halt noch eine Kommissarin spielen irgendwann. Und ich will auch gar nicht ausschließen, dass ich das nicht irgendwann tue. Pass mal auf, in 15 Jahren bist du Tatort-Kommissar. Ja. Naja, man weiß ja nie, was kommt. Aber es ist halt, also jetzt momentan muss ich sagen, bin ich da einfach noch nicht, also nein. Okay. Aber ich habe jetzt gerade so ein Klingeln im Kopf, weil du sagst, du magst keine Krimis. Stimmt es nicht, dass du einen Podcast jetzt auch mit einer, was nicht, anderen Schauspielerin und das ist, da geht es ja um Kriminalfälle, oder? Also das ist ja, aber das sind ja echte Kriminalfälle. Also da hast du dann schon, das ist eine Affinität, ne? Weil das ist ja komischerweise, ich weiß, das ist total bekloppt, aber ich bin, was True Crime angeht, das liebe ich, das höre ich auch schon seit einigen Jahren wirklich selber, aber deswegen glaube ich, ist es auch so, weil ich finde, dass viele Krimi-Formate so gleich aufgebaut sind und man weiß immer sofort, wer es war und es ist so langweilig und irgendwie, und ja. Aber nenn das bitte Format unbedingt nochmal, wir sind ja jetzt hier in einem Podcast, kann ich natürlich auch Stimmt. Werbung für deinen Podcast Absolut. Machen. Absolut, hey, ich bin noch gar nicht so drin in diesem, ich muss jetzt Werbung für meinen Podcast machen Ding. Und zwar ist es ein Podimo Original, das heißt, man kann ihn leider nur auf Podimo hören, aber er heißt Reise in den Tod, ist wie gesagt ein True Crime Podcast, ich mache den zusammen mit meiner lieben Kollegin Caro Kult und es ist wirklich sauspannend, macht total viel Spaß und wir haben auch wahnsinnig viel Spaß bei den Aufnahmen. Also ich kann ihn sehr empfehlen. Maria, wir haben schon drüber gesprochen, ein paar Mal so im Nebenschauplätzen. Du bist Mama seit 2022. Was ist für dich nach einer, dreiviertel Jahren, glaube ich, ist es jetzt, ne? Dass die Kleine auf der Welt ist, das Allertollste? Ich weiß, es ist eine Klischeefrage. Und was ist die bislang größte Herausforderung für dich? Weil das ist ja eine Ambivalenz, wie alles im Leben. Wie alles im Leben ist es eine Ambivalenz. Also ich glaube, auf die Klischeefrage kommt erstmal ganz klar die Klischeeantwort. Du, es ist so. Ich weiß schon. Selber schuld. Nein, es ist wirklich, es wird immer schöner. Also ich denke jedes Mal, wenn eine neue Phase begonnen hat, das ist meine Lieblingsphase. Und dann sagen mir Eltern mit viel älteren Kindern, das wird immer so bleiben, du wirst dein Kind immer genau dann am tollsten finden, wo es halt gerade ist. Und jetzt gerade, sie läuft, sie spielt, sie redet. Also ich meine, sie beginnt gerade zu reden, sie macht so 3 Wortsätze und es ist so krass süß und so lustig. Und wir haben so winzige Unterhaltungen und ich merke, wie sie immer mehr zum kleinen Menschen wird mit eigenen Ideen und Gedanken. Und die ist so anders als ich. Also es hat irgendwie nicht so mit Erziehung zu tun oder überhaupt nicht mit dem, was ich ihr irgendwie versuche aufzudrücken. Nicht, dass ich das tun würde, aber es ist halt, der Stempel kommt sicherlich irgendwann durch, aber sie ist einfach so anders als das, was ich als Kind auch gewesen bin. Und das macht mich irgendwie total happy, weil ich merke, sie ist ihr eigener kleiner Kopf und sie darf den bei uns auch ausleben. Das finde ich total schön. Und die größte Herausforderung ist wirklich, wirklich dieser unfassbar schlechte Schlaf. Ey, ich drehe durch. Ich weiß nicht, wie ich es bis hierhin geschafft habe. Ich habe das Gefühl, so langsam, da ändert sich so ein bisschen was und es wird besser. Und dann kommt der Eckzahn. Und es ist einfach immer irgendwas. Immer.
hört nicht auf. Ich meine, da bin ich ja immer begeistert, wenn ich von Menschen höre, also Paaren, die sagen, oh, unser Spatz, der ist jetzt irgendwie ein Jahr alt und er schläft schon 6 Stunden durch. Das Glück habt ihr nicht. Ne? Also da ist immer ein bisschen Remi-Demi im Karton. Die war schon von vornherein, hat die nicht geschlafen. Die hat am Anfang, war die so eine Clusterfeederin, hat irgendwie, wollte alle 20 Minuten gestillt werden. Ich dachte, die saugt mich weg. Und ja, wäre sie nicht so süß. Naja. Aber du sagst es selber, das ist einfach Wahnsinn, wie man dann auch funktionieren kann. Ist es denn dir dann alles in allem doch gut ist es dir gut von der Hand gegangen, dich einzugrooven als Mama? Weil das ist ja wirklich ein komplett neues Leben. Das ist natürlich auch nichts Neues. Es sind schon Milliarden anderer Frauenmütter geworden auf der Welt. Aber das ist ja immer wieder erstmal so ein Reset und man muss sich komplett neu eingewöhnen. Ist wie schwer oder wie leicht ist dir das oder ist euch das gefallen? Weil ihr seid ja auch zwei, es ist ja auch ein Familiengefühl. Ja, ich bin wahnsinnig froh, nicht alleine zu sein. Ich meine, ich ziehe meinen Hut vor allen Alleinerziehenden da draußen. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Ich habe mal irgendwann gefragt auf Instagram und da meinte eine Mama, man macht halt einfach. Man funktioniert, wow. Ne? Man funktioniert. So. Ja. Ja, absolut. Also ich denke, man wächst auch an seinen Aufgaben natürlich, aber es ist einfach für mich unvorstellbar, wirklich. Ich finde es einfach nur krass. Ja, und wir haben mittlerweile wirklich das Glück, dass unsere Kleine schon, seit sie 15 Monate alt ist, bei der Tagesmutter ist und wir tagsüber auch mal wieder andere Sachen abarbeiten können und eben nicht immer permanent auf Kinderduty sind. Und am Anfang fiel es mir tatsächlich schwer, mich einzufinden, einfach aber auch aus dem Grund heraus, na klar, erstens eben, dass der ganze Tagesablauf nicht mehr so strukturiert ist, wie man das irgendwie dachte. Man wird ja auch völlig kalt erwischt, egal wie oft man sich unterhält und andere Leute fragt, wie es bei denen war. Es wird ja bei dir selber ganz anders sein. Und dann fand ich es aber auch so krass herauszufinden, dass diese alte Version von mir einfach, naja, irgendwie wie so gestorben war. Also ich habe irgendwie gemerkt, ich war das einfach nicht mehr und ich konnte mich damit auch nicht mehr identifizieren. Dann hing ich in so einem komischen Kosmos fest, in dem ich irgendwie nicht so richtig wusste, wer bin ich denn jetzt eigentlich? Also mal abseits von dem Mama-Ding und von dem nur funktionieren Ding, wo finde ich mich denn jetzt hier eigentlich noch? Und Schritt für Schritt und langsam hat sich das wieder, habe ich mir das zurückerkämpft und finde wieder Freude in Dingen, die mir früher auch Spaß gemacht haben und nehme mir auch wieder die Zeit für Dinge, die mir Spaß gemacht haben, weil das ist auch ein ganz, ganz großer Punkt, finde ich, dass man, keine Ahnung, bestimmt gibt es auch Väter, bei denen das so ist. Ich kann natürlich jetzt nur aus der Mutterperspektive sprechen. Ich glaube aber trotzdem, dass Müttern fällt es wahrscheinlich generell eher schwerer, Hobbys wieder aufzunehmen oder so und ja, dann nicht irgendwie so dieses Aufopferungsvolle ständig mitzuschleifen sozusagen. Das fiel mir zumindest auch sehr, sehr schwer. Und ich glaube, ja, da wieder so reinzufinden, das war hart. Und wie gesagt, ich bin immer noch nicht ganz da angekommen, wo ich hin möchte, aber es geht langsam wieder vorwärts. Es ist ja auch für jedes Paar eine Herausforderung, dass man, ich glaube, das gelingt immer mehr Paaren heutzutage besser, weil sie ja auch dann, wie du schon sagst, mal eine Tagesmutter, man kann auch irgendwie sich versuchen, abends mal ein Zeitfenster zu nehmen, dass Paare die Herausforderung haben, ihre Beziehung auch so lebendig zu erhalten wie vor dem Nachwuchs, weil der Nachwuchs ist nun mal die Nummer 1 und man, das dreht sich nun mal fast alle. Um das kleine Würmchen. Nehmt ihr euch das jetzt schon oder ist das erstmal Planung, dass ihr sagt, so, wenn die kleine 2 ist, dann müssen wir uns unsere Me-Time-Fenster für uns beide, irgendwie romantisches Dinner oder einfach mal nur für uns und das Kind mal, ne, obwohl es tief in eurem Herzen ist, aber ihr möchtet auch mal 3-4 Stunden ohne das Kind sein. Absolut. Punkt. Man kann auch einfach mal sagen, ich brauche jetzt mal Zeit. Genau. Und wir brauchen mal Zeit. Das schmälert die Liebe zum Kind absolut nicht. Das finde ich, ist ganz wichtig zu erwähnen. Also wir haben eben, wie gerade schon erwähnt, ein nicht ganz so einfaches Kind. Hast du sehr charmant. Und sie hat sehr lang gebraucht, bis sie überhaupt mal länger als eine Stunde am Stück geschlafen hat. Und zwar war das bis sie eineinhalb Jahre alt gewesen ist. Also es war echt richtig lang. Und sie ist einfach wirklich auch ein Wirbelwind und wir wussten, das ist einfach ihr Charakter und da müssen wir jetzt durch. Und deswegen hat es sehr lang gedauert, bis wir uns tatsächlich auch mal wirklich Zeit füreinander nehmen konnten. Ab dem Zeitpunkt, als sie dann bei der Tagesmutter war, ab dem Zeitpunkt, als wir wussten, die Großeltern können sie auch mal nehmen für ein paar Stunden, da ging das wieder und wir hatten endlich auch mal Zeit, uns wieder ein bisschen um uns zu kümmern. Und jetzt mehr und mehr, wo es jetzt so auf die 2 Jahre zugeht, wird es auch alles wieder leichter und ich glaube, das wird auch jetzt immer mehr kommen.
Ja, und ich merke, dass es da auf jeden Fall eine Veränderung gibt, aber es hat echt lang gedauert bei uns. Stellst du denn fest, dass du in den ersten anderthalb, eineinhalb Vierteljahren als Mama tatsächlich wie die meisten auch übervorsichtig geworden bist? Weil das ist, glaube ich, auch so eine ganz normale Geschichte. Das Kind ist einem super wichtig, aber da ist, glaube ich, immer der schmale Grat, vorsichtig sein und die Kleine vor Ungemacht zu bewahren, aber eben auch vielleicht zu sehr Helikopter und oh Gott und irgendwie schon fünf Fahrerboden. Was für ein Muttertyp bist du da? Extrem on ja. point. Also ich weiß nicht, ich glaube, nach dem Interview kann man sich's noch gar nicht denken. Also ich habe, bevor die Kleine auf die Welt gekommen ist, habe ich viele Bücher gelesen, dieser Typ bin ich. Ich habe versucht, irgendwie alles Mögliche anzueignen, meine eigenen Traumata hinter mir zu lassen, um dann eben zu versuchen, sie so frei und glücklich wie möglich zu erziehen und ihr so viel Freiraum zu lassen, wie da nur geht. Und natürlich hat das nicht so richtig hundertprozentig geklappt. Einem kommt ja dann doch immer so das eigene Ding irgendwie dazwischen. Aber ich gebe mir wirklich große Mühe. Also wenn sie so auf dem Spielplatz unterwegs ist und ich sehe sie klettern oder so, dann muss ich mich wirklich, manchmal muss ich mir echt meine Fingernägel in die Ballen krallen, damit ich nicht sage, sei vorsichtig. Aber ich lasse sie machen und wenn sie mich um Hilfe bittet, dann komme ich natürlich auch, aber vorher eben nicht. Das ist so ein bisschen so mein Credo. Aber es gibt so andere komische Dinge, die ich mir angeeignet habe. Also wenn ich sie nachts ins Bett bringe und es wird langsam besser auch, aber das war zu einer Zeit, als sie so kurz bevor sie ein Jahr alt geworden ist, war das ganz krass. Da habe ich meine Atmung an sie angepasst. Also wenn sie geatmet hat, dann habe ich geatmet, ne? Also ein, aus, viel schneller als das, was ich eigentlich halt bräuchte. Ich glaube, das war so ein Reflex von meinem Körper, um festzustellen, atmet sie genug? Stoppt sie nicht zu atmen oder irgendwie sowas. Ganz komisch. Und natürlich dementsprechend habe ich viel zu flach geatmet, wurde dann aber auch panisch, weil wenn man nicht tief einatmet, in den Bauch einatmet, dann kriegt der Körper das Signal, dass du irgendwie unter Stress stehst. Und das stand ich dann eben auch. Und das hat mir nicht gut getan. Aber ich das mal wieder rausbekommen habe, also ich habe sofort gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber das so wieder wegzubekommen, das war echt schwer. Also ja, es ist unterschiedlichste Ebenen und bleibt natürlich auch spannend, aber ich gebe mir Mühe. Hinterher kommt dann sowieso immer alles anders. Und ich kann mir vorstellen, bei den Büchern, die du gelesen hast, ich hatte nämlich gerade erst vor kurzem mit Stefanie Stumpf ein Interview, die ja auch Mama geworden ist und sie meint, sie ist wahnsinnig geworden, weil irgendwie du liest Bücher und die widersprechen sich total. Alle. Und auch wenn du Leute fragst, jeder sagt was anderes. Der eine sagt A, der nächste C, der nächste Z und du bist völlig, also im Grunde musst du deine eigenen Erfahrungen machen. Das ist, stimmt. Ist einfach nicht so leicht. Es ist, finde ich, auch für junge Väter heute, wobei es ist nicht mehr so neu, aber es hat sich ja das Rollenbild zum Glück total verändert. Noch vor 30 Jahren war es, oder vor 20 Jahren war es eher ungewöhnlich, wenn die Väter, die im Kinderwagen auch mal gefahren sind. Ist das gar kein Thema bei euch oder merkst du, dass du Manuel manchmal so ein bisschen mit Female Power erziehen musst, dass er auch ein bisschen nicht ganz so ein traditioneller Mann ist? Wie macht sich denn Manuel als Papa? Ja, der macht sich super. Also ich kann ja eigentlich nichts, eigentlich. Eigentlich kann ich nichts Schlechtes sagen. Nee, ich wirklich, also er macht es toll. Ja. Es war eben eine lange Zeit so, die wir überstehen und überbrücken mussten, in den wirklich heftigen Phasen, wenn die Kleine sehr traurig gewesen ist und viel geschrien hat, in der sie dann wirklich nur mich wollte und eben auch immer nur ich dann diejenige war, die sie beruhigen konnte. Mittlerweile hat sich das geändert und auch er ist Bezugsperson geworden und wir sind ein sehr eingespieltes Team. Ich finde, er ist auch wirklich, man sagt ja oft so, dass bei den Müttern so viel Mental Load liegt und ich finde, dass das Thema ist auf jeden Fall für mich auch groß, weil ich auch merke, dass es wahnsinnig viele Dinge gibt, über die man zusätzlich nachdenken muss, wenn man Eltern wird. Aber ich glaube, dass wir uns ganz gut aufteilen, dass jeder so seine Ecken hat, in denen er und sie fungiert und arbeitet und dann fügt man sich zusammen. Also es ist nicht nur so, dass ich diejenige bin, die irgendwelche Kinderarzttermine macht oder so. Ja, ich wasche die Kaschmir-Sachen, ja, die gehen sonst ein. Du, sag das bitte nicht mir. Ich habe auch schon so viel Kaschmir-Sachen geschreut. Aber es passiert nur dann, wenn ich nicht sorgfältig aussortiere und einfach die normale Wäsche. Oh, schade, genau. Da war der Kaschmir poliert. Dann dumm drauf. Ja, jetzt können wir ihn an die Kinderabteilung. Genau, ja. Aber wenn man halt so einen gekauft hat und sich so denkt, der passt jetzt für 2 Jahre und dann holst du ihn raus aus der Wäsche und denkst dir so, nein. Vor allem ist ja auch dann so schöne Qualität. Aber egal, anderes Thema. In welchen Momenten, wenn du mal zurückblickst, spürst du das Leben ganz besonders intensiv?
Das frage ich deswegen, weil ich das immer so feiere, wenn ich mal solche Momente habe. Und die sind leider zu selten. Und ich versuche, die immer auch mal gezielt zu kreieren. Aber es ist ja so toll, auf der Welt zu sein. Aber manchmal musst du halt funktionieren, auch jetzt als Mama zum Beispiel. Und wann spürst du das Leben? Wann ist es ganz besonders intensiv für dich? Das ist eine total schöne Frage. Ich muss kurz nachdenken. Also ich glaube, einer der Momente, in denen ich das wirklich sagen kann, ist, wenn man jemanden kennenlernt oder jemanden schon kennt, familiär oder eben wie bei mir jetzt irgendwie gerade. Ich hatte eine ganz tolle Begegnung an einem Filmset. Da habe ich jemanden kennengelernt, der mittlerweile ein Freund von mir geworden ist. Wir haben uns so gut verstanden. Und wenn man so richtig herzlich lachen kann, wenn man mit jemandem einfach so laut lacht, dass es schon fast wehtut, dass man heulen möchte. Das Schönste überhaupt, finde ich. Es ist das Schönste überhaupt, wirklich. Und das ist was, was vieles schlägt. Es gibt auch noch ganz viele andere Momente, an die ich jetzt gerade denke. Ich bin eben einfach naturverbunden, wenn ich irgendwo sitze, wo gerade alles stimmt. Und es gibt so ein bisschen so, die Sonne scheint durch das Blattwerk und man sitzt irgendwo auf dem Moos und alles ist gut. Die Wärme auf der Haut. Dieses in sich ruhen und alles schnurrt, ne, und alles passt zusammen, glaube ich. Das ist immer was, absolut, was ganz Tolles. Ja. Blickst du immer wieder ganz gezielt auf dein bisher gelebtes Leben zurück und ziehst Lehren aus dem Erlebten? Also ja, schon. Also ich muss das auch, glaube ich, machen, weil ich mir es gibt immer wieder Momente in meinem Leben, in denen ich denke, ich habe noch nicht genug gemacht und ich muss noch mehr tun und muss mich noch mehr neu erfinden oder so. Und dann gibt's eben diese Pause, in der ich mir zum Glück auch immer wieder Zeit nehme, zurückzuschauen und darüber nachzudenken, was in diesen 20 Jahren, die ich schon in der Filmwelt bin, was ich da schon alles gemacht und geleistet habe, was in diesen 31 Jahren meines privaten Lebens auch alles schon geschehen durfte. Und dann bin ich meistens auch beruhigt, weil ich mir denke, läuft. Ne? Nee, weil ich dann einfach weiß, es ist noch so viel Zeit, hoffentlich. Und ich möchte all das, was ich bisher erlebt und geschafft und geschaffen habe, nicht missen und möchte das auch mal feiern dürfen, weil ich das eben nicht so oft gemacht habe, als Kind zum Beispiel. Wann hast du zuletzt mit ganzem Herzen dich eingesetzt, dass du ein Ziel erreichst? Ich finde das Wort kämpfen, gerade bei unseren kriegsgeparkten Zeiten, so ein bisschen schwierig. Ich kann dich aber auch fragen, wann hast du zuletzt mit ganzem Herzen um etwas gekämpft, etwas, was du unbedingt haben wolltest. Und ob du es nun geschafft hast oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber wann war das zuletzt? Ist noch gar nicht lange her. Ich bin sehr konfliktscheu, sehr harmoniebedürftig und im Zuge dessen leider auch jemand, die viel zu viel mit sich machen lässt und irgendwie zu vielen Dingen Ja sagt, die dann eigentlich gar nicht reinpassen. Und das lerne ich immer besser abzulegen oder in wichtigen Momenten eben meine Grenze zu ziehen, zu sagen, nee, bis hierhin und nicht weiter. Und ich hatte gerade vor ein paar Wochen einen Moment, in dem ich etwas ganz Wichtiges lernen durfte, nämlich für mich einzustehen. Und da habe ich mich endlich mal getraut. Es gab einfach die Situation, dass ich es gab einen kleinen Konflikt und mir war nicht klar, ob die Person, mit der ich diesen Konflikt hatte, mich versteht. Und ich hatte das Gefühl, mich erklären zu müssen. Und dann dachte ich aber so, hey, warte mal einen Moment, nein. Ich muss mich jetzt nicht erklären, ein Nein sollte reichen. Ich erkläre dir, warum ein Nein von mir reichen muss und gut ist. Und die Moral von der Geschichte war, es gab keinen Streit, es gab keinen großen Konflikt. Ich musste eigentlich gar keine Angst vor dieser Situation haben, aber ich bin für mich eingestanden und war sehr stolz auf mich am Ende. Und das ist irgendwie eine große Sache für mich, ehrlich gesagt. Es war für dich ein innerer Kampf. Du musstest dich selbst erstmal dahin bewegen, dass du diesen Schritt gewagt hast. Ja. Die Frage ist natürlich jetzt auch obsolet, weil du Mama bist und nichts tun ist nicht Thema. Aber wie gut konntest du in der Vergangenheit auch mal das Nichtstun aushalten? So gut, so gut. Ich sehne mich so zurück. Manchmal habe ich einfach tagelang auf der Couch gelegen und habe Filme geschaut. Ich meine, du weißt es ja, bei uns in meinem Beruf als Schauspielerin, es gibt Phasen, in denen man einfach wirklich gar nichts zu tun hat. Also vor allem, wenn man gerade abgedreht ist und irgendwie 6 Wochen Dreh hinter sich hat und dann erstmal wieder im normalen Leben ankommen muss und es ist einfach nichts zu tun. Und man sitzt da und denkt sich, was mache ich jetzt? Na, dann chill ich. Und das konnte ich sehr, sehr gut und mittlerweile habe ich immer ein schlechtes Gewissen, leider. Ja, aber es ist, glaube ich, auch wichtig, gerade wenn man Schauspielerin, Schauspieler ist, dass man gleich in die nächste Rolle sich stürzt. Das gibt zwar Leute, die machen das, also da denke ich immer, krass, die haben da irgendwie 5 Filme im Jahr, wie machen die das? Ja. Aber dass man sich auch erstmal lösen kann von diesem Charakter und so. Ich glaube, das ist insofern wichtig und gut, dass man auch ein bisschen Zeit zwischendurch hat. Absolut, ja. Wie viele Menschen kennen
dein wirklich ungefiltertes, wahres Ich, weil wir alle, auch bei lieben Menschen, die vielleicht unser Freundeskreis sind, aber nur der weitere Freundeskreis oder Bekanntenkreis, die kennen ja nicht wirklich unser ungefiltertes Ich. Wie viele Menschen kennen die wahre Maria, die sich da null verstellen muss, die wirklich ganz sie sein kann, auch mit Abgründen und düsteren Seiten? Zwei. Meine beste Freundin und mein Mann. Und das finde ich, spricht eben Bände, weil also ich finde es immer toll, wenn man einen großen Bekanntenkreis hat, aber ich finde es immer suspekt, wenn Menschen sagen, oh, ich habe ja 30, 40 Freunde. Freunde sind, finde ich, eine Handvoll. Wenn du wirklich gute Freunde hast, kannst du froh sein, wenn du eine Handvoll hast, meiner Meinung nach. Absolut, ja, absolut. Ich meine, ich wünsche mir manchmal ein bisschen mehr wirklich richtig enge Freunde. Ich finde das aber super schwer, im Erwachsenenalter noch zu konstruieren. Ich habe auch viele, also Freundschaften waren das dann auch am Ende nicht mehr. Aber so, es gibt ja viele Leute, die mit ihrer Schulklasse zum Beispiel noch viel Kontakt haben und so. Und das ist bei mir eigentlich gar nicht mehr so. Also es gibt irgendwie wirklich nur eine Handvoll Leute, mit denen ich echt richtige Freundschaften habe. Und manchmal würde ich mir echt irgendwie wünschen, so ein bisschen mehr, aber dann merke ich auch wieder, ich bin einfach auch viel zu zurückgezogen. Das könnte ich gar nicht leisten. Ich wollte sagen, das wäre ja auch dann wirklich Arbeit und das hört sich so blöd an. Natürlich, es ist Arbeit im positiven Sinne, du musst ja Freundschaften pflegen und wenn du die Menschen wirklich eng in deinen Inner Circle lassen willst dann oder haben möchtest, dann musst du dich ja auch kümmern. Du musst dich treffen, du musst Quality Time haben. Absolut. Und so 40 Stunden hat der Tag ja gar nicht. Nee, genau, ja. Auch wieder eine fiese Frage, aber wie würdest du dich selbst beschreiben in 3 oder 4 Worten? Da müssen wir auch mal kurz drüber nachdenken. Naja, das ist nämlich immer gemein. Ne? Ich denke auch manchmal, wenn ich die selbst beantworten müsste, die Fragen, da würde ich auch manchmal erstmal ein bisschen nur nachdenken müssen. Vor allem dann, wenn man dann fertig ist, dann denkt man sich so, ach, damit, das wollte ich doch eigentlich sagen. Ja, du, aber ich meine, das kann man ja auch raussenden. Also das ist jetzt nur eine Momentaufnahme und Maria ist viel, vielschichtiger, aber das ist trotzdem, das Gehirn ist verspannt, das haut dann das raus, was jetzt im Kopf rumschwebt. Also gerade bin ich gewillt, als allererstes kreativ zu sagen. Ich bin leise. Ich bin intelligent. Und ich bin sehr witzig, wenn man mich wirklich kennt. Wie wichtig ist es dir heute noch, liebe Maria, was andere Menschen von dir denken? Es ist natürlich toll, wenn du später irgendwann sagen kannst, es ist mir alles egal, aber ich kann mir vorstellen, du bist noch einem Alter, wo es dir noch nicht so egal ist, oder? Ja, ich habe gehört, dass man mit 40 irgendwann anfängt, so mehr so ein bisschen. Kann ich bestätigen. Die Sachen. Ja, ja? Oh, ich freue mich schon so drauf, ehrlich gesagt. Aber es ist ein harter Ritt. Finde, es ist ein harter Ritt. Es ist ein harter Ritt, ja, das glaube ich. Also ich finde es interessant, weil schon so von meinen Anfang 20ern bis Anfang 30ern schon so viele Veränderungen sich eingestellt haben. Und ich gemerkt habe, wie viel weniger ich darauf gebe, was andere Leute über mich denken und wie viel mutiger und stärker ich auch geworden bin. Aber ja, ich kann mich noch nicht frei machen davon. Also ich habe das ja vorhin auch schon angerissen. Ich habe das Gefühl, wenn jemand schlecht über mich denkt, dann kriege ich sofort diese Energie ab und trage die da mit mir herum. Und dann muss ich erstmal irgendwas machen, um mich davon wieder zu lösen und zu befreien. Aber manchmal sind das auch Momente, in denen ich dann total irrational denke, dass jemand mich vielleicht irgendwie komisch findet oder so. Und dann merke ich, ach, das ist eigentlich gerade nur mein eigener krummer Gedankengang, der sich dann da versucht, Bahn zu brechen. Und dann versuche ich wieder, mich einzunorden und dann geht's besser. Manchmal mehr, manchmal weniger. Ja, da kann ich dir nur mein Learning mitgeben, aber das ist dir, glaube ich, auch jetzt schon klar. Natürlich ist es so, dass wir auf dieser wunderbaren Welt so viele Menschen haben. Es können dich nicht alle Menschen, die dir über den Weg laufen, mögen. Und du magst ja auch Menschen nicht. Das ist einfach menschlich. Das ist halt schwer, sich damit zu arrangieren, aber das lernt man halt. Und es ist auch was sehr Befreiendes, wenn du einfach merkst, hey, that's me und wer mich so nicht mag, das tut mir leid für den, aber dann ist es so und mein Leben geht trotzdem weiter und ich muss nicht allen gefallen. Genauso wie Absolut. Andere mir auch nicht gefallen. Das kennst du ja auch. Es gibt ja wirklich so viele A-Pumpung mit Ohren auf der Welt. Ja, absolut. Ne? Insofern. Absolut. Ja, voll. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich da nicht zu sehr, dass man sich das nicht so zu sehr zu Herzen nimmt. Ich denke auch immer so, die meisten Menschen denken sowieso die meiste Zeit über sich selber nach. Dann kann man sich auch davon freisprechen. Du, die meisten ist es eigentlich egal. Man selber projiziert das so in sich rein. Auch wenn man vielleicht mal nicht perfekt gestylt rausgeht. Und oh Gott, und also was habe ich früher? Oh, meine Haare sitzen nicht. Den meisten fällt das 0,0 auf. Du bist der Einzige, der sich darüber Gedanken macht. Ja. Was ist für dich mit den gelebten 31 Jahren, du bist ja jetzt gerade 31 geworden, der Sinn des Lebens? Hast du eine Idee oder bist du noch auf der Suche?
Ich weiß, es ist eine alte, sehr klischeehafte Frage, aber im Grunde ist sie auch eine geniale Frage, weil viele haben da gar keine Antwort. Also viele finden nie eine Antwort darauf. Ja, wahrscheinlich findet man auch nie eine Antwort drauf. Aber wenn ich jetzt mal so in mich hineinspüre, ist der Sinn des Lebens wahrscheinlich, ehrliche Verbindungen zu knüpfen und so authentisch wie möglich mit sich zu sein und auch mit allen anderen um sich herum, weil ich glaube, dass diese Maske, die wir uns oft alle aufsetzen, um eben der gesellschaftlichen Norm zu entsprechen, dass die uns oft auch davon abhält, die Menschen zu finden, die für uns eigentlich gemacht worden sind und die Verbindung knüpfen zu können, die für uns gemacht worden sind. Und ja, vielleicht kommt da noch ein bisschen was dazu. Liebe. Du, das sowieso. Und ich kann erinnere mich an eine Aussage von Rafaela Grumes. Das ist eine bekannte Cellistin, natürlich eher so ein bisschen Special Interest, aber die hat mir im Interview gesagt, dass für sie der Sinn des Lebens einfach das Leben selbst ist. Das, also, weil das ist sowas Wunderbares. Es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kryptisch an, aber so auf der Welt zu sein, ist, das ist schon der Sinn, weil das Leben ist sowas Wunderbares. Du kannst ja als Mensch so wunderbare Eindrücke sammeln, aber eben auch anderen Menschen was Gutes tun, einfach dadurch, dass du da bist, weißt du? Das ist natürlich jetzt alles ein bisschen esoterisch, aber das fand ich eine ganz schöne Antwort. Der Sinn des Lebens ist das Leben selbst. Ja, total schön. Kann man ja auch so stehen lassen. Absolut, ja. Gibt es ein Lebensmotto, mit dem du bislang gut gefahren bist? Also tatsächlich habe ich das schon, seit ich ganz klein bin. Und zwar, um das jetzt mal so zusammenzufassen, das ist jetzt kein Satz, den ich mir dann immer wieder wie ein Mantra sage, aber wenn es zu viel wird, dann setz dich auf den Mond. Das habe ich gedanklich wirklich immer, auch wenn ich so aufgeregt bin, Lampenfieber habe oder irgendwas mich zu sehr stresst, dann stelle ich mir vor, mich nimmt so eine Hand und die setzt mich einfach auf den Mond und ich schaue mir von oben die Erde und alles an und kann mal kurz durchatmen. Und sich auch vielleicht selbst wieder justieren, fällt mir dazu ein, dass man eben sieht, wir sind ja gar nicht so wichtig, wie wir uns immer alle selbst sehen und eigentlich. Absolut. Finde ich sehr, sehr schön. Welchen guten Rat würdest du der 18-jährigen Maria mit auf den Weg geben? Ich würde ihr sagen, wenn du dich nicht nach Lächeln fühlst, dann lächel nicht. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen, liebe Maria. Ich danke dir für dieses sehr, sehr schöne Gespräch und wünsche dir für alle Projekte, die jetzt anstehen, ganz viel Erfolg. Magst du noch irgendwas sagen, was dir vielleicht auf dem Herzen liegt? Irgendeinen Film oder eine Produktion, die ansteht? Weil klar, Filmpreis ist angekommen. Du bist Botschafterin für Nachhaltigkeit. Aber der Filmpreis ist ja bereits am 3. Mai und dieser Podcast ist ja noch länger on air. Hast du noch irgendwas, was du dir wünschst, was vielleicht rausgesendet wird, also, was ansteht? Außer dem Podcast. Genau. Hört mein Podcast. Also, wer noch nicht in Chantal im Märchenland gewesen sein sollte, eventuell ist er sogar jetzt noch im Kino, wenn ihr das hier hört, dann geht bitte, bitte rein. Schaut ihn euch an, bitte. Er ist wirklich schön. Hoffe ich, dass er euch gefällt. Und falls ihr euch das erst viel, viel später anhören solltet, dann gibt's an Weihnachten meinen nächsten Film. Und der heißt Stille Nacht, Raue Nacht. Der wird im ZDF laufen, irgendwann in der Vorweihnachtszeit. Ich habe noch keine Ahnung wann, aber ich bin mir jetzt schon sicher, der ist noch nicht fertig, dass es ein absoluter Herzensfilm von mir sein wird. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht und es ist wirklich eine ganz tolle Geschichte. Das wär's. Maria, es war mir ein Fest und bitte nicht wieder 12 Jahre warten, bis wir uns das nächste Mal sprechen. Das wäre mein Wunsch an dich. Danke dir, dass du dabei warst. Dankeschön für die Einladung, Alex. Bis dann. Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail@alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.